Ich habe ihm einfach nur gesagt, wie die Strecke in dem Moment war. War ein richtig gutes Rennen, bin sehr zufrieden. Die Strategie war perfekt mit dem Overcut. Die Inlap war richtig stark, weil der Audi eine Runde vor uns reingegangen ist. Deswegen habe ich das gut umsetzen können und war sehr wichtig, da vor dem Audi rauszukommen. Und dann Albert super, super toll nach Hause gefahren und ein richtig gutes Resultat nach einem schwierigen Start heute. Ja, ein überglücklicher Teamchef, Gottfried Gasser, nach dem schweren Training, Qualifying und jetzt die zweite Position. Ja, besser hätte man es nicht machen können. Ich glaube, ein mega Resultat. Also, Qualifying war ein bisschen schwierig mit dem Reifen, der leider von der Felgen runtergesprungen ist. Da hat er mir gar nichts dafür können. Es war schon schade. Vielleicht war da der eine oder andere Platz noch weiter vor der Startaufstellung gegangen. Aber ich glaube, es hat keiner ein besseres Rennen gefahren wie die zwei. Und das kann man laut sagen. Sehr zuversichtlich für morgen. Ja, immer. Das haben wir ja da, einfach zum Fuhren mitfahren und Vollgas geben, alles genau hinbringen. Und ich hoffe, morgen auch wieder so ein fehlerfreies Rennen, wie die Jungs heute gemacht haben. Weil da muss man wirklich in den Hut ziehen, weil das war wirklich ein lumpenreines Rennen.